So. Gut, dann können wir ja jetzt loslegen. Alien, ey. Ihr habt ja alle Glatzen. Ja, selber. Ich vergesse. Wir sind alle Glatzköpfe oder was? Na, wir passen uns nur an, wir wohnen im Osten. Ich sag jetzt nichts. So, okay. Ja, was wollten wir heute machen? Erstmal, guten Abend, ich war. Genau, da, und jetzt muss man mitnehmen. Wir ja, wollten irgendwas halt, war noch offen. Irgendwas wollten wir noch holen. Ja, wir wollten, das war das, der moderne Bogen wollten wir noch holen, ne? Ja, da müssen wir, brauchen wir vorher aber das Tauchgerät. Ansonsten. Da gehen wir jetzt das Tauchgerät holen. Kommen wir an den Bogen nicht ran. Alles gut, dann können wir das machen. Dann gehen wir jetzt das Tauchgerät holen. Wenn ihr da drauf Bock habt. Dann machen wir heute mal ein bisschen. Machen wir jetzt mal wieder ein bisschen Erkundigungstouren. Was habt ihr jetzt? Wie kämpft einfach das schon im Hasen in der alten Witze? Ja, können hier, ne? Wo ist denn der hin? Ist er wieder reingegangen? Keine Ahnung. Ich hab den einfach nur hier liegen lassen. Ja, wie immer sei. Oh Gott. Hört ihr das auch gerade? Nee, ich höre nur das Knistern des Feuers hier. Okay, weil da gerade wieder irgendwas geschrien hat, das heißt, es ist wieder irgendwas unterwegs. Gut, sind wir dann soweit aufbruchsbereit, dass wir dann mal loslegen können? Ja, ich habe mir jetzt gerade noch 3 Stücke trockenes Fleisch eingepackt, damit ich unterwegs was. Ja, ich habe auch so 3-4 Stücke noch, also ich bin eigentlich jetzt eingedeckt. Ja, also. Dann auf. Dann gehen wir jetzt das Tauchgerät holen. Das ist doch, glaube ich, richtig da die Höhle da an der Yacht, ne? Oder am Anker, ne? Ich weiß nicht, was. Nein, ich weiß es nicht. Okay. Okay. Ich folge euch nur auffällig. Auf geht's. Oh, was ist wieder? Oh, hier, mein Meisterwerk steht noch. Oh, war wieder was unterwegs, was Großes. Ich hab's zumindest so gerade ein bisschen gehört. Lass mich dich zurück. Ich hasse es, allein zu sein. Der Horst läuft immer hinten. Mhm. Dann können wir als nächstes nach dem Tauchgerät ja die Armbrust holen. Genau. Ich würde jetzt eigentlich so gerne die nächsten Folgen einfach mal schon zu bauen, weil wir haben jetzt ja viel gebaut. Mal ein bisschen die Ausrüstung einsammeln. Ja, ein bisschen Abenteuer erleben. Mhm. Das könnte es vielleicht ein bisschen deutlicher sein. Wir wollen ja mit Folge 100 das Spiel quasi die beenden. Zumindest Staffel 1 beenden. Ob wir dann noch eine zweite Staffel machen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, aber gut möglich. Jule nicht, ey. Hä? Achso. Nee, ich war jetzt gerade so im Kumpel, was ich fragte. Ja, ich hab's gesehen. Ich wollte mich hier auch noch einfach, ey. Mein Gott. Ja, genau, greif mich an. Das Tier mache ich Schnitzel. Da ist aber noch einer. Auch schön, die Mädels lassen uns hier einfach allein. Ja, ihr lasst euch immer viel zu sehr ablenken von denen. Ja, die haben angegriffen einfach. Komm jetzt hier, renn einfach, komm. Das ist nicht das erste Mal, dass wir vor welchen wegrennen. Ich habe leider keine Ausdauer, dass ich so wirklich groß was tun kann. Tja, wurdet ihr eingeholt, hä? Hm? Na hier, die beiden, die stehen auch vor einer Gruppe. Wir sammeln hier. Naja. Die da hinter dir. Die sammelt, hab ich so. Hier. Ja, die Gasole, ja, gehört haben wir nicht. So. Oh, da sind wir weiter. Lassen wir die einfach stehen, wa? Ich will auch tun. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist die Stelle, wo ich immer Singleplayer angefangen habe zu bauen.
Ja, Hilfe. Da am Anker müssen wir doch gleich... Hilfe! Ich brauche gerade Hilfe. Ich habe hier gerade wieder einen und mir an der Backe kleben. Der eine oder andere ist ein bisschen... Ja, zwei sind's. Hilfe. Ja, die, ich hab das gemerkt. Und wie lange steht die denn? Und der nächste. Oh, Entschuldigung. Da ist auch ein großer dabei. Ich gehe einfach ins Wasser. Wo ist er denn? Wir gehen schwimmen. Boah, ich habe keine Kondition mehr, gar nichts. Und jetzt kommt ein Hai. Einer ist doch bei uns, aber der wird wahrscheinlich nicht lange machen, weil der Wasser steht. Kannst du noch Schildkröten? Ach, diese Kondition. Ja, und wir sind hier hinten wieder dran. Also ich weiß, dass hier links oben, wo ich jetzt gerade hier langlaufe, ein Höhleneingang ist. Ich komme jetzt. Irgendwann. Ich schwimme noch eine Runde. Weil ich habe hier noch ein bisschen Besuch. Aber ich habe den Schildkrötenpanzer mitgenommen. Das heißt, wir können, glaube ich, den zu Ende bauen. Das eine Ding da noch. Was ja hier noch offen war. Hier, wo ich jetzt stehe, links, ist ein Höhleneingang. Weiß nicht, ob ihr den meint. Nee, der ist hier hinten am Anker. Hier ist irgendwie wieder ein ganz großer. So, ich stehe vor der Höhle. Willkommen. Ja, wir sind hier teilweise nicht alleine. Das ist das Problem an der Sache. Dass die Jungs so, ich bin da. Haben. Oh, ich bin gleich tot. Sonst ja. Einfach in die Höhle rein. Na, komm. Ich knie hier so rum. Ja, ja. Das finde ich dumm. Dann nimm dir mal den blöden Stein, anstatt hier dich zu heilen. So, der Nachtzügler ist auch da. Ist er da? Okay. Dann ab rein. Blöde ist, ich habe auch keine Medizin mit. Hey. Da kann ich dir gleich was geben. Ich habe noch ein bisschen mit. Soll ich dir eben eine geben? Ja. Jungs, gib mir eine. Ja, warte, komm her, ich geb dir eine, warte. Klatsch. Wo bist du denn jetzt hier? Ja, lauf ja. Dann, dann lauf doch nicht weg. So, da. Warte. So, ja, hab. Danke. Ich glaube, auf dem Weg zum Tauchgerät, da sind, glaube ich, kaum Gegner, ne?
Ach da, okay. Da kommt schon einer. Naja, die Herausforderung wird ja nachher erstmal der Dings werden. Ne? Okay, ich bin jetzt irgendwie durch irgendwas relativ schnell gestorben, ich weiß nicht woher. Bist du noch gar nicht in der Höhle? Doch, ich bin in der Höhle, klar. Seht ihr, ich hab das doch gewusst. Das ist nämlich der Höhleneingang hier oben, wo ich meinte, wo ich hingegangen wäre. Hier, das sei ja hier. Okay. Dieses hier. Da wären wir auch reingekommen von oben. Da hab ich nämlich im Singleplayer jetzt angefangen zu bauen. Okay. Ich kannte jetzt auch nur den einen, wo Yvonne hin ist. Ah, da kommen noch richtig fiese Gegner gleich. Da kommt nämlich gleich so ein Eingang, der ist zugebrettert und dahinter sind dann ganz viele. Gut zu wissen. Wenn ein Beinchen haben will, komm her, ne? Wenn ein Beinchen haben will, ist ein Bein. Weil da haben sie mich nämlich im Singleplayer dann weggehascht. Ja, da hinten, da ist das Brett. Will keiner das Beinchen haben? Also an die Höhle, was da jetzt an Gegnern ist, kann ich mich kaum noch erinnern. Ich weiß halt nur, die Höhle mit dem modernen Bogen, dass die heftig ist. Ja, weil die auch nach unten führt. Naja, und dann sind da ja ne, 2-3 große, glaube ich, noch in dieser Höhle, wo man taucht, ne? Und dann noch ganz viele kleine. Das klingt ja sehr beruhigend. Du wolltest Abenteuer. Also in der Höhle mit dem modernen Bogen, da hast du mindestens 3 große. 3 bis 4. Na dann, auf. Gut, wo müssen wir durch? Ich glaube hier rechts, ne? Hier hinten, hier. Da ist ein Brett mit Kreuzen drauf. Und da müssen wir durch. Ja. Ein Bildchen. Schön. Aber wie gesagt, das sind einige Gegner dahinter. Gut zu wissen. Zumindest war es bei mir so. Ich kam dann durch diese enge Stelle hier und dann kamen da irgendwie 3 Gegner auf mich zu. Hi. Ja, ich höre auf jeden Fall schon was, glaube ich. Ja, da stehen auf jeden Fall welche. Hey, warum sterbe ich so schnell vor allen Dingen gerade? Ich krieg einen Schlag irgendwo ab und bin direkt tot. Ja, das ist, weil du eben gestorben bist, hast du nicht mehr ganz so viel Leben. Dann musst du dir am besten direkt eine Medizin reinhauen. So, einer ist tot. Hab ich die Medizin mitgenommen? Ich befürchte, ich habe gar keine Medizin mitgenommen. Ich habe nur Alkohol und Zeugs mitgenommen. Nur das Wichtigste. Ja, das Wichtigste, richtig. Erstmal ein Trinken auf den Strecken. Ja. Na dann, Prost. Oh, ganz viel Stoff hier, geil. Er braucht eine Heilung. Ich brauche vorne Medizin. Hier, guck mal, ja, ich habe was für dich. Oh, hier geht's nach unten. Müssen wir nach unten? Da müssen wir gleich runter, ja. Hier ist noch was nehmen. Okay. Ich glaube, da hinten ist auch noch Gegner, oder? Ja, da kommt eine Gebärende auf uns zu. Vielleicht sollten wir einfach hier runter und die stehen lassen. Na dann. Oh, ich bin. Puh. Bin hier am Bad reingefallen. Ja, mich hat's leider. Mich hat's doch erwischt. Die habe ich doch im Runterklettern mitgenommen. Mist, was machen wir jetzt? Das ist jetzt blöd. Jetzt denkt, ja, jetzt klopft die natürlich da oben auf dich ein, ne? Ich kann nichts machen, ja. Ne. Außer neu starten. Vielleicht fällt sie ja runter.
ich suche ihn mal. Okay. Sehe ich denn als beide? Ja. Warum macht ihr das? Ja, ich habe ein halbes Ding noch, halbes Leben noch. Ich möchte, dass ich jetzt gleich schön neu starten. Genau in dem Moment, wo ich runterklettern wollte, dann falle ich um. Ich versuchte hier gerade wegzulocken, dass der Markus euch das vielleicht. Aber die blöde Alte hier. Jetzt. Nee, die geht immer noch auf die beiden ab. Die geht immer dahin, ne? Ja. Wo ist sie jetzt? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Jetzt habe ich mich erschrocken. Die stand direkt gerade weg vor mir. Ah, perfekt. Und direkt runter, los. Vorsicht! Ja, jetzt liegt sie wieder. Alter, ich konnte mich nicht mehr umdrehen mit dem Seil. Boah! Ich komme schon ernst. Wo zur Hölle bin ich? Ich konnte mich noch retten, nach unten. Hast du mich gleich. Ah, ich bin unten. Jetzt bin ich auch down. Shit. Ach Gott. Ich hatte versucht, dich noch zu retten, das hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir beide da hoch, ne? Gerade die beiden mit wenig Leben und keinem Medizin. Ich kann jetzt gerade leider. Also sie ist jetzt gerade mal weg. Ja, sie ist wieder da. Ja, das war's. Mich hat's auch noch mehr geholt. Markus, du bist. Ich befürchte, wir kacken alle jetzt gerade ab. Sonst, wenn wir jetzt alle sterben, dann ist alles weg, ja? Ich bin tot. Ja, ich wollte gerade was machen. Sie war weggegangen, wollte ich gerade heilen. Ich hatte schon halb durch und dann kam sie nochmal zurück und jetzt nochmal einen Schlag ein. Ich bleib jetzt lieber hier und warte darauf, dass ihr da irgendwie nochmal neu kommt. Ja. Das glaube ich die beste Lösung, als ja, ich auch noch drauf gehe. Die Frage, was passiert halt jetzt echt, dass wir warten müssen jetzt oder was? Ja, das Problem ist jetzt halt, ne, da unten liegt jetzt natürlich das ganze Zeug, ne? Eure Rucksäcke liegen jetzt da oben. Ja, ja, sicher. Also, auf jeden Fall dahin. Ich weiß auch nicht, kann ich das da oben in der Mikro schmeißen? Nee, ne, das wird bestimmt nicht sterben. Nee. Ich bin noch selber in Gefahr. So. Ja, dann warte da, ich komm da hin. Das bringt ja nichts. Aua. Mich hat's jetzt auch erwischt. Ich auch. Ich komm bei den Toten oder was? Das Gute ist, dass ich hier auf so einem Zwischenplateau stehe. Das heißt, weder von oben noch von unten könnte was kommen. Hm. Das ist nur die Frage, kriegt ihr die mit der Flugzeugaxt überhaupt tot? Nö. Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt überlegt, ich komme jetzt sowieso, wahrscheinlich sowieso an der Base vorbei. Eben noch schnell einen Bogen bauen oder sowas, ein paar Brandpfeile und dann gib ihm. Nee, komme ich nicht dran vorbei, natürlich nicht. So, meine Damen und Herren, geht die erste Staffel schnell zu Ende. Ja, das ja, genau. Dann lag hier nicht irgendwo noch ein bisschen Dynamit oder sowas. Ich hab noch Dynamit, aber ich stehe halt hier unten. Nee, ich meine, wo ich jetzt hier gerade bin, an so einem kleinen Dorf vorbei, da gucke ich gerade, ob hier ein bisschen Dynamit ist. Naja. Es ist so dunkel. Mhm. Das ist gerade das, was nicht so einfach macht. Thank you.
Gott. Ne, Hauptsache einen Topf gefunden. Ich werde die gleich mit dem Topf erschlagen. Also pass auf, du, bleib hinten, sonst koche ich dich. Genau. Okay. Genau so. Schön. Oh Gott, Hilfe. Oh, hier ist wieder was hinter mir. Ich muss erstmal diesen blöden Höhleneingang finden hier wieder. Fängt gut an, die Folge. Ja. Ja, genau. Und ja, hallo. Ich könnte die Folge ja Höhlenchaos nennen, ey. Boah, ich so lebe ich sie gar nichts, ey. Ich bin hier im Dunkeln und irgendwo im Wasser und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, ich muss das auch erstmal wieder. Haben sie dich wohl in eine Höhle verschleppt oder was? Ja, das hört sich doch noch Höhle an, wo ich hier bin. Oh nein. Ich bin auch da. Ja, ich bin gleich tot. Wieder. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder Gegner um mich rum. Ich bin wieder der Einzige, der draußen rumrennt. Und ich habe, es ist dunkel, ich sehe nichts und ich höre was. Hängt die denn jetzt immer noch da an dem Loch rum da? Also ich sehe und höre sie nicht. Okay, vielleicht schleichen wir uns dann gleich ran. Euch einsammeln und dann... Problem ist, ich will jetzt auch nicht da hochgehen, weil ich habe wirklich kein Leben mehr. Lass mal was trinken hier. Die Frage ist, wo ist dieser Höhleneingang? Ich schleiche mich da jetzt mal hin. Ach ne, wir müssen noch durch das Ding da durch. Ne? Oh Gott, ich fühle mich gar nicht wohl, ey. Nee, ich hab ja auch gerade so ein bisschen meine Probleme. Könnte übel werden. Ich mach jetzt mal was. Nee. Easy auch nicht. Das macht's nicht so besser. Schön, dass ich euch jetzt so... Ah, hier unten seid ihr unten. Ey, was ist das scheiß Höhleneingang hin? Schnell das Zeug holen. Da kommt sie und runter. Ich hab gezogen. Oh, ja, 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 ja. Ja, ich hab meins auch. Ich bin auf dem Weg nach unten. Kein. Nach unten? Vorsicht, Kev. Ja, was? Oh. Ich. Tupf mich doch nicht runter. Wo? Ich bin gerutscht. Das Problem, ich bin immer noch oben, ne? Ich hab keine Ahnung, wo der Höhleneingang ist. Links von dir irgendwie. Links. Links von mir. Also laut Schrift. Oder bist du oben, noch ganz oben? Ich bin immer noch ganz oben. Ich hab mich komplett verlaufen. Ich hab andere, keine Ahnung. Ja, andere Richtung, andere Richtung. Ich bin am genau Start. Entgegengesetzt. Ist der irgendwie. Das ist eine gute Frage. Könnte da vielleicht jemand hochkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Weil ich mich. Ich sehe auch nichts hier drin. Hier ist dunkel, alles. Na, warte mal, wenn die da mal oben weg wäre. Was soll der Seite? Ihr seid hier unten. Du musst auf jeden Fall weiter. Warte mal, wenn ich jetzt deinen Schriftzug sehe. Ja. Geh mal nach, von dir aus nach links, glaube ich. Ich gucke jetzt in eure Richtung. Nach links weg? Genau. Wartet mal, ihr habt doch euer Zeug und volles Leben, oder? Soll ich mich mal als Köder anbieten oben, oder? Ich guck gerade mal, ob ich die hier irgendwo sehe, dass ich hier vielleicht rauskomme. Warte mal. War ja nur eine Idee. Ja, Moment, ich teste mal. Ich laufe jetzt mal, ich laufe. Lauf. Wow. Wo muss ich jetzt hin? Ich sehe nichts. Mach's Feuerzeug an. Ja, aber auch mit dem Feuerzeug habe ich nichts gesehen. So, ich komme jetzt zum Höhleneingang. Das ist ja super. Und dann warte ich da. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Ja. Es wird Gott sei Dank langsam hell. Ach du Scheiße, ich bin jetzt falsch gelaufen. Ich höre einen Arm, sie. Bist du immer noch unten, ne? Weil ich. Ja, ich bin gerade hier ein bisschen vorsichtiger, weil ich höre irgendwie einen Arm, sie. Ja, ich bin auch wahrscheinlich gleich wieder tot. Ich, weil bin, ich glaube ich, falsch abgebogen. Ich bin gerade.
Ich habe hier keine, keine Orientierung und ich. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ja, schön. Es ist sehr beruhigend. Ja, das finde ich auch. Ich bin jetzt unten am Strand. Und Markus ist tot. Oder wer auch immer. Meinst du den Totenkopf? Ja, nee, das ist mein Zeugs, ne? Das ist dein Zeug, was da liegt, ja. Warte mal, ich muss mal eben gucken, wo ich hier... Hä? Das ist nicht gut. So.